Na, hallo alle miteinander. Ich hab Licht im Wagen. Es war ja mal wieder typisch, ne? Ich bin ja gelernter Elektroinstallateur. Und alles hat irgendwie geklappt, nur der Strom ging nicht. Ich hab mit einer Schraube ein Kabel erwischt. Da musste ich hier jetzt nochmal aufmachen und ran. Aber naja, jetzt geht's. Und guck mal, ist sie nicht geil? Da kannst du hier die Dinger, kannst du in die Richtung drehen, die du haben willst, und kannst das auch noch so machen. Ich finde es voll geil. Oh, wie cool! Ja, hier, es wird. Matratze kommt noch, da ist jetzt nur so. Provisorisch, Mann. Ich habe hier nur diese große, wie sagt man da, Tagesdecke oder sowas. Da muss ich mir mal noch irgendein schönes Tuch besorgen. Will ich da hin machen? Hier unten muss auch noch ein Tuch hin. Es wird, der Ofen brennt. Ich bin im T-Shirt. Ich musste schon die warmen Sachen ausziehen, weil es zu warm ist. Also ich mich zu warm angezogen hatte. Der Tisch, habe ich euch den schon gezeigt. Funktioniert wie geplant. Hier mit, also maximale Staufachding, habe ich mir hier gleich solche Teile geholt. Ich habe auch nochmal Kram unterbringen kann. Hier ist noch so ein Regal, was dann von der Seite an die Couch rangeschoben wird. Die Couch kommt ja hier hin. Es wird. Und jetzt, ach, jetzt müsste ja. Ah ne, das ist ein anderer Stromkreis. Ja, das ist ein anderer Stromkreis. Gut, aber das da brauche ich jetzt erst. Jetzt habe ich überall Strom und habe Licht. Haha, wie geil ist das denn? Ah. So, da kommt morgen kommt der Elektrokasten. Das ist jetzt nur mal provisorisch hier mit Stecker und zack. Hier kommt das dann aus dem Boden und extra so mit Zugentlastung. Also da kann das keiner rausrupfen so einfach. Das mache ich nur ordentlich. Das ist jetzt nur provisorisch. Ja. Dann habe ich mich entschlossen, hier kommt der Kühlschrank hin. Und hier mache ich so einen kleinen Besenschrank, wo wirklich nur so 35 cm tief ist. Weil sonst kommst du hier rein und hast quasi gar keinen Platz, weil der Kühlschrank würde ja wirklich bis hier hingehen. Der ist ja 60x60. Da wäre auch das hier wäre zu groß. Naja, muss man halt umplanen, kommt der Kühlschrank dahin. Das steht mir jetzt noch bevor. Und da, wo der Karton steht, in die Ecke, kommt dann die Trenntoilette. Ist zwar ein bisschen seltsam, Toilette neben dem Kühlschrank. Kann aber auch praktisch sein. Ist ja nur die Notfalltoilette. Ja, es geht voran. Ich habe Licht im Wagen. Wie geil ist das denn? Und hier drin, ich komme mal vor, als würde ich in der Sauna leben. Es riecht halt so nach Holz. Ich mag das. So. Noch was? Und das Bleiglasfenster habe ich reingemacht. Habt ihr das gesehen? Guck mal, wenn ich im Bett liege. Kann ich abends, wenn ich hier den Bäumen zugucken und das Fenster mal alles sauber machen, wenn ich drin bin. Ganz Bleiglasfenster, der Ofen. Oh, das wird so geil. Ich kann das noch gar nicht fassen und realisieren. Einen Eimer habe ich mir gekauft. Ascheeimer, wichtig. Die Steine, die Speichersteine tun auch schon. Das wird noch, kommen noch eine Reihe oder zwei drauf. Gucken. Ja, so werde ich dann morgens wach. Und kann Sterne gucken abends. Ah. Liebe Grüße. Ciao.
Aha, schaut mal, mein Wasser funktioniert auch. Habe ich jetzt mal angeschlossen. Ich habe mich mal für eine Fußpumpe entschieden, dass ich einfach wirklich unabhängig vom Strom auch fließendes Wasser habe. Und da ist jetzt nur so ein ganz klein bisschen drin. Aber, guck mal. Und je nachdem, wie fest man dann halt drückt, kommt da schon ein ordentlicher Strahl. Also. Ja, man braucht halt ein bisschen Zeit und nicht alles so schnell wie normal. Aber das macht gar nichts. Und dieses Ding hier, das werde ich dann noch, habe ich mir schon dicken Kupferdraht besorgt, mache den Plank und mache dann quasi so Spirale von Kupfer. Ich hoffe, dass das hält, ich weiß es nicht, dass ich das nachher quasi so hinstellen kann und machen kann, wie ich es brauche. So ist mal der Plan. Ja, es geht voran, cool, jetzt brauche ich eigentlich nur noch das Klo, dann kann ich einziehen. Haha, wie geil. Hier habe ich auch rumgedreht, jetzt habe ich hier einen großen Spiegel. Vorher war der Kleine war hier, das war ein bisschen doof. Ja, cool. Morgen kommt der Elektrokasten, dann kann ich den Rest anschließen. Das ist hier auch Licht. Yes, sehr schön. So, und jetzt aber Feierabend. Tschüss.